Zur besten Kaffeezeit am Sonntagnachmittag füllte sich die Spielfeldfläche der Elbe-Rossel-Halle in Roßlau. Eine Benefizveranstaltung zugunsten des Schia e.V., der sich bekanntermaßen zum Beispiel mit den Klinik-Clowns und Gelbe Feen sozial engagiert, war organisiert und rund 240 Meist-Teilnehmerinnen kamen zum Mega-Sonntags-Event. Zumba. Damit hatten die Veranstalter gelockt, sollte getanzt werden und klar, dass vornehmlich das weibliche Geschöpf vertreten war. Viel braucht es nicht an Vorbereitung und Voraussetzungen und auch deshalb schwappte die Zumba-Welle durch die Fitnessräume der Nation. Zumba ist eine mitreißende Musik, lateinamerikanische Musik mit Salsa, Cha-Cha-Cha und diesen Klängen und alle, die da Lust und Laune haben, kann da mitmachen. Es ist für jedermann. Altersbegrenzung gibt es nicht, von klein auf. Die Kinder, die ein bisschen Schrittkombinationen schon behalten können, können mitmachen, bis hoch ins Alter. Egal ob jung oder alt, hier waren so ziemlich alle Generationen vertreten. Unter fachlicher Anleitung wurde gesteppt und rhythmisch Sport getrieben. Doch wofür das Ganze? Hier findet eine Benefizveranstaltung vom Zumbathon statt. Die findet im Rahmen der Sportbildungs e.V. statt. Und zwar tanzen wir heute für einen Zumba, für einen guten Zweck. Einerseits möchten wir hier natürlich den Schia-Verein in Dessau-Roßlau unterstützen, ganz besonders die Klinik-Clowns und die Gelben Feen, die in den Kliniken ehrenamtlich dort für die Kinder da sind. Es war die erste Veranstaltung dieser Form und doch zeigte sich Arbeiter beeindruckt von der Teilnehmerzahl. Nach der Auswertung wolle man sich auf eine Fortführung dieser Zumba-Aktion verständigen. Die Wünsche von Monika Arbeiter sollten dann auch in Erfüllung gehen. Ich wünsche mir, dass natürlich die Teilnehmer, die heute hier sind, ganz, ganz, ganz viel Spaß haben und natürlich das weitertragen hinaus in die Familie, in den Freundes-, Bekannten- und Arbeitskreis. Und natürlich, dass es auch Resonanz ist, viele zu bewegen, Spaß an der Bewegung zu haben. Auch Sportdirektor Ralf Hirsch zeigte sich beeindruckt von der Teilnehmerzahl. Für ihn ist es nicht selbstverständlich, 240 Menschen am Sonntagnachmittag in eine Sporthalle zu bekommen. Umso erfreulicher, dass das mit dieser Benefizaktion gelungen ist. Am Montag gab der Veranstalter bekannt, dass immerhin stolze 1.000 Euro auf das Konto des Schia e.V. überwiesen werden können.